Donnerstag, 5. Mai, Wuppertal. Hier startete die CDU-NRW den 100-Stunden-Endspurt für die anstehende Landtagswahl am 9. Mai. Bereits lange vor dem Veranstaltungsbeginn kamen die Zuschauer auf den Johannes-Rau-Platz, um ihren Ministerpräsidenten Jürgen Rüttgers zu unterstützen. Das ist total super, weil der unserem Land sehr viel gebracht hat und weil wir auch gerne darunter weiterleben möchten. Und eigentlich empfinde ich ihn immer als sachlich und zurückhaltend und habe durchaus das Gefühl, dass er sich mit den Themen persönlich identifiziert. Weil ich mich freue, dass Angela Merkel nach Wuppertal kommt und weil ich unbedingt helfen möchte, dass Jürgen Rüttgers Ministerpräsident bleibt, weil ich denke, das ist ein sehr guter Mann, den NRW braucht. Kurz vor 19 Uhr gab es kaum noch ein Durchkommen in der Wuppertaler City. 3000 Besucher auf dem Johannes-Rau-Platz begrüßten neben Jürgen Rüttgers Gäste aus der gesamten Bundesrepublik. Allen voran Kanzlerin Angela Merkel, aus Hessen Ministerpräsident Roland Koch und Hamburgs ersten Bürgermeister Ole van Beust. All das zeigt den Stellenwert der nordrhein-westfälischen CDU. Es hieß also einmal mehr Bund und Land Hand in Hand. Sie sind als Bundesland so groß und einflussreich, dass Sie mit Ihrer Wahl viel in Deutschland mitentscheiden. Und viele Dinge in der Politik, die für uns wichtig sind, in allen deutschen Bundesländern, brauchen eine verlässliche unionsgeführte Mehrheit in Nordrhein-Westfalen auch in Zukunft. Deshalb ist es Solidarität mit Jürgen Rüttgers, aber auch hessischer Egoismus. Wenn ich Sie bitte, sorgen Sie dafür, dass alle zur Wahl gehen. Wir brauchen ein starkes Nordrhein-Westfalen. Und ein starkes Nordrhein-Westfalen gibt es nur mit Jürgen Rüttgers. Ich bin gekommen, weil ich mit ganzer Kraft und aus ganzem Herzen meinen Freund Jürgen Rüttgers unterstützen möchte. Er ist ein hervorragender Ministerpräsident und er muss es bleiben in diesem Land, meine Damen und Herren. In den letzten 100 Stunden, da geht es darum, die, die noch nicht entschlossen sind, noch zu motivieren, mit denen zu sprechen und zu sagen, es reicht nicht, beim Frühstücksei einen freundlichen Gedanken an Jürgen Rüttgers zu verschwenden, sondern man braucht den Stimmzettel in der Wahlurne mit 2 Stimmen für die Christlich-Demokratische Union, damit Jürgen Rüttgers Ministerpräsidenten bleiben kann, damit es keine Experimente gibt, damit Stabilität in diesem Land eine Zukunft hat. Wir sind für Bildungsvielfalt und gegen einen Schulkrieg. Wir sind dagegen, dass die Gymnasien, die Realschulen, die Hauptschulen aufgelöst werden. Wir sind dafür, dass es klare Bedingungen in Sachen Griechenland gibt und neue Regeln für die internationalen Finanzmärkte. Und wir sind dagegen, dass Rot-Rot politischen Einfluss in diesem Land bekommt. Und deshalb, meine Damen und Herren, es ist keine Zeit für Experimente. Es ist jetzt Zeit für Sicherheit und Stabilität. Und deshalb bitte ich Sie herzlich, gehen Sie am Sonntag zur Wahl. 2 Stimmen für die CDU, denn nur die CDU sorgt dafür, dass es in Nordrhein-Westfalen weiter stabil aufwärts geht. In dem Sinne, Glück auf! Gemeinsam schaffen wir das.